Ich will jetzt hinkommen. Alter, scheiße. Oh, scheiße. Scheiße. Ich hab... Ah, scheiße. Ich hab hier irgendwas Cooles gefunden. Hatte ja Probleme, anders noch cool. Ich hab ne untergründige Dings gefunden. Ein Haus. Oh, da ist eine Kiste drin. Wahrscheinlich, ja. Nicht wahrscheinlich, da ist eine drin. Und da ist ein Dings mit einem Schaf. Oh nein. Dings mit einem Schaf. Ja, so ein... Tobi, helf mir. Ich hab noch nie ein Schaf gesehen. Das ist kein Schaf. Das sieht aus wie ein Schaf. Ja, das ist kein Schaf. Also ganz schön großzügig gemeint mit dem Haus. Es ist ja noch nicht fertig, da kommen noch Brückenwände rein. Ja, ich weiß, ich sag nur... du brauchst das Holz, gell? Ja, ich brauch Holz. 50 hab ich noch. Oh Gott, das sind so viele Viecher. Ja. Ach komm. Dann gibst du mir deinen Speer. Später, ja. Der wäre nämlich in dem Wüstengebiet ganz nützlich, der macht nämlich mehr Schaden an den Insektenviecher. Ja, kein Problem. Au, der kann durch das Ding durchschlagen. Das Jura macht nämlich nur einen Schaden, ich glaube der Speer macht 2 oder 3 Schaden bei denen. Okay. Ja, wie gesagt, schon mal kurz dahin, wo ich gerade gestorben bin. Und nochmal, da ist für Sterben wahrscheinlich. Autsch. Auf jeden Fall musst du die Kiste looten. Die Kiste und die Statue, da ist auch meistens eine Statue mit drin. Ja. Eine blaue Kiste. Eine blaue, stimmt, das ist ein Frostbiom. Da kann richtig cooles Zeug drin sein. Hilfe. Oh Gott. Ich verzieh mich. Alter, das laggt gerade mega. Die Viecher teleportieren sich so hart hin und her. Ja, bei mir auch. Bei mir gerade gar nicht. Ich vergesse das mit dem Suicide. Wir können das Ei auf Cthulhu rufen. Nee. Das ist das Ei gefunden. Ja. Was ist sonst noch drin in der Kiste? Schlittschuhe. Oh, die sind cool, die kannst du später mit den Lightning Boots kombinieren. Und damit du das Eis nicht mehr kaputt machst. Und ein paar Tränke. Hilfe. Hier ist ein Gravitationstrank. Hilfe! Wir brauchen echte Türe. Komm rein! Wir brauchen eine Türe, das geht so gar nicht. Jetzt steht schon mal hier ein bisschen. Damit der Demolition noch spawnt, muss der Merchant da sein. Also am Lebensrand, einer muss Bomben mit da haben. Von wo kommt das Viech jetzt? Ja, ich glaube, auf der anderen Seite ist noch offen. Nein, ich glaube, die sind in meinem Haus gespawnt, weil es da so dunkel ist. Terrai hat nichts mit Dunkelheit zu tun. Das brauche ich auch nicht. Ja, die andere Seite ist eigentlich offen. Ja, die andere Seite ist offen. Zu meine ich. Nein, ist ja nicht. Okay. Okay. Oh, wir haben jetzt eine Türe. Tränkestatue, bringt die was? Nee, ne? Deko, aber sonst nicht, ne. So, da ist jetzt zu. Dann brauchen wir aber oben eine Tür, dass man da durch kann. Ja, warum? Ich dachte, dass man dann hier durchgeht. Ja, und wie kommst du auf die andere Seite? Ach so. Ich meine, das unten machen wir erst nachher eh auf. Sobald wir hier einigermaßen fertig sind. Das ist ja Latte.
Soll ich noch mal jemanden machen? Aber nicht bei Nacht, das macht keinen Sinn. Ja, ich bin tot. Räume müssen durch Türen voneinander abgetrennt werden, gell? Was? Räume müssen... müssen nicht praktisch, dass zu NPCs rankommen. Du kannst aber auch, was auch geht. Moment. Das hat eine Türe, dass du sowas hier machst. Dann wird das hier so der erste Raum sein. Dann setzt du die hin. Und das zählt auch als Abtrennung. Kann ich den Stuhl irgendwie drehen, wenn ich den platzieren will? Du platzierst immer deine Blickrichtung. So, hast du noch eine Fackel? Hier rein mal. Help aufs Haus. Behausungsanfrage, oder? Mhm. Diese Behausung ist geeignet. Ja. Wenn du jetzt eins daneben klickst, neben die sagt, da fehlt ein Tisch und ein Stuhl und so. Ich sag, du kannst, das würde ich eh anfangs auch ein bisschen richtig aus aufbauen, mit denen dass du einfach durchlaufen kannst. Diese Behausung ist geeignet. Ja, das ist jetzt schon der Dings angezogen, der gehört. Nein, ich meine hier, wo ich gerade springe, ist anscheinend auch geeignet. Dürfte nicht. Ich fehlt ein Stuhl. Was ist für eine Werkbank drin, aber kein Stuhl? Die einfach mal in die richtige Wand rein. Oh mein Gott. Ich halt heute fahren, wenn wieder Tag ist. Ja, ich meine, du kannst auch so das erstmal, wir bauen das eh neu, wenn wir die richtigen Materialien für haben. Gehen wir mal hier aus, ob das reicht. Huch. Müsste eigentlich reichen. Bereits belegt. Der Guide ist angezogen, ja. Aber solange der da drin ist und nicht wieder auszieht, heißt es, der Raum ist bereit. Also NPCs können nur drin stehen bleiben, wenn es auch funktioniert. Okay. Ah, meine Nase geht mir auf den Nerv, Moment. Ja, mir geht der Nase auch auf den Nerven. Diese komischen Ninja-Dinger sind jetzt... okay, ich hab noch Fackel dabei. Ich gehe dir allgemein auf die Nerven, kann das sein? Ja, ab und zu mal schon. Ab und zu mal. Aber sehr großzügig. Ja. Das Erstörend. Okay, fast immer. Ich spiel nur Terrain mit dir im Film auf YouTube zu sehen. Ja, mit meinem Sessel. Okay, ich muss das irgendwie abtrennen. Ihr kennt das nicht, dass die Räume sind. Okay. Mit meinen 60 Abonnenten wirst du Full Fame auf YouTube. Na klar, na klar. Bist du mir sicher? Ja, hast du überhaupt einen YouTube-Account? Ja, klar, habe ich einen YouTube-Account. Einen Account habe ich auch. Ja, aber aus dem Like... Brauchst du ja, damit du abonnieren sowas kannst. Ja, aber mehr nicht. Ja, nee, mehr nicht. Wobei, du brauchst ja nicht mehr einen YouTube-Account, Google Plus reicht ja jetzt, aber... Google Plus, hey, jetzt nochmal ein Demon, Alter. Nice. Na gut, wir brauchen nur einen. Ja. Und hier ist letzte oben. Ja, also wenn man die Holzklappen komplett bis zum Boden runterzieht, dann erkennt das als Wand, als Absperrung. Ja. Von der Decke bis zum Boden. Genau. Das ist ja ganz praktisch, weil du einfach durchlaufen kannst, ohne ständig Türen auf und zu machen. Aber es sieht halt entsprechend aus, also... Ja, es wird jetzt ja auch hier erstmal nur provisorisch, dass wir ein paar NPCs haben, oder? Ja. Ja. Ich will, wie gesagt, ich will den Demolition haben. Wir haben Rubine, ich glaub, wir haben genug... Doch, wir haben genug Gold. Das heißt, wir können King Slime beschwören. Und mit dem Demolition, da kannst du King Slime ziemlich easy töten, indem du die Granaten von ihm kaufst. Das ist keine zulässige Behausung. Ich glaube, ich gar nicht hinbuddeln. Das ist eh nur der Dämonen-Dings, Alter. Und sobald wir nämlich King Slime getötet haben, kriegen wir das
Slime-Abzeichen, das heißt Slimes greifen das nicht mehr an. Ja. Okay. Au. Ich vergesse immer, dass es da bis nicht bis nach ganz unten geht. Also es geht bis nach ganz unten, aber die Schnur nicht. Drei Räume haben wir schon mal, ich geh nochmal Holz farmen. Drei Räume reichen noch erstmal. Den Guide, den Demolitioner und den Händler. Okay. Viel mehr, okay, die Triade zieht noch ein, sobald wir King Slime getötet haben, aber viel mehr kriegen wir erstmal, glaube ich, nicht. Kann man das im Laufe noch ausbauen? Ja. Ja. Und wir brauchen... Einer von uns muss jetzt 70 Silber im Winter haben, dann spawnt der Händler. Und wenn der Händler da ist, muss einer von uns irgendeine Art von Sprengstoff in der Tasche haben, dann spawnt der Demolitioner. Ich habe 16 Silber. Ich hab zwei. Und ich habe sogar schon den ersten Höhlenforschertrank. Oh, nice. Ich hab Gold bekommen. Hast du die Rubine da reingelegt in die Kiste dann? Ja, nee, ich hab sie noch im Inventar. Okay, sonst hätte ich nämlich gleich die Slime-Kronen gemacht. Ah, verdammt, wir brauchen noch Slime. Ich glaub 20 Slimes pro Krone. Ah, nee, ich hab sie schon in die Kiste gemacht. Nee, ich hab sie schon in die Kiste gemacht. Können wir den Guide fragen, weil ich die Krone hab? Kiste. Also der Guide weiß alles. Ja. Ja. Kann sein, dass der ausgezogen ist. Ne, der ist hier unten. Bei dem sein... Ah, okay, doch, sein Banner hängt da drin. Das kriegt man nur, wenn man auf die Hausansicht geht. Genau. Goldkrone. Ne, Goldkrone. So, Crafting. Wie viel Slime brauche ich? 20 Slimes, ja. Welches Slime habt ihr? Ich hab drei, aber ich kill jetzt gerade noch welche. Das geht schon viel schneller. Fünf. Hier mal ein paar Slimes suchen. Weil da nicht glauben, die Schlittschuhe ins okay ist. Jojo. Jo. Hey, Schlittschuhe. Hier drin. Hier ist nochmal Slime, wir haben genug Slime. Okay. Wobei Slime-Schale nie, daraus machst du ja Fackeln. Ja. Ich mach schon mal die eine King Slime, aber wie gesagt, den brauchen wir gar nicht rufen, bevor nicht der Demolitioner da ist, weil so haben wir eh keine Chance gegen ihn. Ja. Tust du weiter, buddeln da? Ja, ich buddel weiter. Ja, dann würde ich mir Holger schnappen, wir gehen mal Richtung Wüstengebiet, übers Wüstengebiet hinaus. Mal ja. Gucken, ob wir irgendwo Bomben finden. Wir haben ein paar Bomben. Wo? In Kisten. Echt? Haben wir Bomben? Ja. 7 Stück. Stimmt. Oder so. Gut, dann nehme ich die ins Inventar. Was braucht man für ein Bett? Spinnennetze und Holz. Und eine Sägemühle und ein Spindel. Oh. Ja, die Spindel machst du mit Holz. Aber du brauchst eine Sägemühle, um die Spindel herzustellen. Und um die Sägemühle herzustellen, brauchst du Eisen und Holz. Ich kann... Rüdiger ist left. Ich glaube, Disco, oder? Ja. Ach, Eisen habe ich in der Tasche, genau. Eisenkette. Dann Holz. So, doch lange bis der Disco im TS ankommt. Ja, TS kannst du ohne Internet benutzen. Na, wie du siehst nicht. Ja, so gut wie. Weißt du, du hast schon überall ein Disconnect und im TS kannst du auch noch normal reden. Ja. Alter, hier ist so ein Riesenslime. So ein Lieder, ne? Nee, blauer mit Picken drauf. Ah, Eisslimes, die können schießen. Ja, ich weiß. Das ist Spiky Eis. Die sind ekelhaft. Ehrlich? Ja, so minimal. Hab ich... Nee, hab ich nicht. Ich werfe die Potion.
Wäre jetzt ganz nice. Da ist... Wir haben eine. Oh, hier ist eine Medusa. Nice. Oh. Viel Spaß. Vielleicht droppt sie ihren Kopf. Ja, das wär's. Willst du mit der Gravity Potion nach Inseln suchen? Kann ich machen, ja. Du hast die Aufnahme. Ja, ja. Da können wir zum Start schon ziemlich geile Items bekommen auf der Insel. Das wäre ganz praktisch. Ja, schnell dahin, looten und weg. Ja, die Harpien spawnen erst noch eine Weile. Und Wyverns spawnen ja nur im Hard Mode. Was? Die Wyverns spawnen ja erst im Hard Mode. Da kommt noch ein bisschen dauern, bis ich die Medusa down habe. Ja, ja. Ich setz hier mal eine Sonnenblume. Alter, wie das gerade hier rumleckt. Die haben drei Suitable. Okay. Wir brauchen Gold. Es kommt noch ein Fledermaus dazu, das gibt's ja nicht. Wie viel Silber hast du? 23. 23, okay. Eine Idee. Geh ins Eisbiom da, wo ich gestorben bin, guck, ob die drei Gold noch da liegen. Der Schleim ist mal tot, jetzt nur noch die Medusa. Vielleicht schafft sie ihren Kopf, das wäre ganz praktisch. Das ist ein Zauberer-Item. Ja. Aber sie hat noch ihr, das ein bisschen mehr als die Hälfte. User entered your channel. Hallo. Hallo. Jetzt kann er auch nicht mehr. Hast du mein Internet? Ich kann die Disco gehen, Mann. Ich heb sie nicht. Während der Aufnahme, ehrlich. Aber weißt du, was das Beste ist? Was denn? Hm? Ich wohne jetzt vielleicht, wenn ich, circa noch ein Jahr hier. Ja. Und natürlich in dem letzten Jahr, wo ich hier wohne, legen sie Gasfaser. Ja, ich hab das, also ich hab's auch noch nicht genommen. Weil Internet so an sich schon relativ gut ist. Wenn ich nochmal wirf, bleibe ich draußen. Bock auf den Scheiß. Da unten bin ich gestorben. Ja, ich mach auch noch maximal eine halbe Stunde, da geh ich auch schlafen. Ja, ich hab mein Gott hier. Aber ich habe jetzt auf beide Seiten eine Tür reingebaut. Okay. Oder soll ich die andere Tür lieber oben reinmachen? Ist eigentlich egal. Dann baue ich sie unten rein. Und sie hat nichts gedroppt. Ja, der Kopf ist in Seiten und Job 1%, glaube ich. Ja, wenn da eine Medusa gespawnt ist, heißt irgendwo muss Marvel-Gebiet sein. Ach, ich muss noch in Blaut gehen. Hier ist auch wieder das Schaf. Das ist kein Schaf, das ist ein... Ich gebe dem Ausdruck, dann siehst du, wie es heißt. Wo seid ihr? Ich sehe euch. Ach so, Dan ist irgendwo ganz weit unten. Ich habe mein Goldcode, das ich vorhin verloren habe. Also ich habe momentan 18 Silber, fast 19. Reicht, ich habe ein Gold 60. Da ist noch der Merchant. Und demnächst müsste auch der Demolitioner spawnen, weil ich habe die Bomben im Inventar. Okay. Das Coole daran, dass jetzt der Merchant da ist, ist, wir können uns ein Käfernetz und die Angel kaufen. Käfernetz kaufen, die Angel musst du craften. Aber mit dem Käfernetz kannst du überhaupt erstmal angeln, weil du sonst keine Köder bekommst. Ich hab mal im Haus eben gemacht, also das Wasser rausgesammelt. Ach, unten drunter? Ja. Okay. Ich kann die Recall pauschen, ich hoffe, dass ich eine hier finde, dass ich zurückkomme. So. Ja, jetzt habe ich hier so riesen
so ein Skelett-Typ mit Rüstung. Der 660 Läufer hat. Hä? Okay, so früh schon? Ja. Amethysten. Ah, da ist der Mörd-Typ, aber der kommt nicht ins Haus rein. Ja, der wechselt, wenn Nacht ist und wir aus dem Bild laufen, wechselt er ins Haus. Ja, ich baue einfach mal eine Tür dem da rein. Ich baue oben auch mal eine rein. Häuft ja nix.